dance when the bass hit. Dad on a spaceship. Me and all my motherfucking homies going ape shit. I'm hella high. So, meine lieben Herrenschaften, und hallo zu Tropico 5. Dann würde ich sagen, wir starten direkt einmal durch. Aber vorher werden wir noch ganz kurz in den Tourismusindex schauen, wie der steht. Der Tourismusindex ist bei 56, also er ist im Steigen. Das ist schon mal super. Dann starten wir durch. Let's go. So. Forschung sagt 6 Monate noch. Gut. Können wir vielleicht noch was erlassen? Der globale Forschungsdrang, den erlassen wir jetzt für die Forschung. Nach einer kleinen Auseinandersetzung besitzt die karibische Familie ein neues Mitglied. 5000 Öl exportieren und verbesserte Beziehungen in die USA. Das machen wir natürlich gerne. So. Ja, da sind die Ressourcen leer, weil der Hafen ist zu. Gut. Also wir bekommen wieder gut Kohle rein. Ja. Muss man mal gut schauen. Wir haben eine Ölsorte entdeckt, aus der wir Benzin denken. Was sagt der Strom? 208 haben wir verfügbar. Was haben wir jetzt an Strom? 338, okay, weil... Dann können wir jetzt auch nicht. Ich hätte gerne die Modefirma noch gebaut. Na gut. Jetzt bringt mir Kohle nach Hause. Bringing the money. Dauert sogar noch. Okay. Mhm. 16,5. Das ist mir zu teuer immer noch. Also ich brauche noch dringend Kohle. Deswegen muss ich noch warten. Nächsten Touristen sind im Anmarsch. Das ist natürlich sehr gut. Dauert noch. Aber mir zu lange. Gut. Okay. Ja, jetzt kommt es doch mal abholen. Mhm.
Jetzt nimm mit. Hol ab. Weil da können wir jetzt die bauen wir hier hin. Das gute Stück. Und wie ist das Stromnetz? Ist hier zu Ende. Okay, also müssen wir es vergrößern. Das heißt, ich muss hier mal Umspannwerk bauen. Da ist daher. Gut. Kamerad Präsident, ein Mann ist nicht er selbst, bis er eins mit der ungezähmten Natur geworden ist. Ein Nationalpark bauen und der Tourismusindex steigt. Noch der Ruf. Okay. Wo kann man denn einen Nationalpark bauen? Ja, nirgends. Also alleine aufgrund der Effizienz schon. Das kann ich knicken. Den kann man wenn dann hier bauen. Beziehungsweise so her. Dann bauen wir da noch die Straße hin. Money. Bring mir Money nach Hause. Probieren Sie das neue Antidepressionsmittel von Tropico Chem, der Firma, die Ihr Wohlergehen vor Profit stellt. Früher war ich traurig und elend. Doch das ist vorbei. Dank Jubelfix kann ich jetzt lächeln und... Die Tropicaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Ja klar, her damit. Sie wollen Ihnen Respekt und ewige... Her damit. Ja. Müssen wir noch warten, bis wieder Kohle kommt. Kamerad Präsident, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Ach, das sind die Bergwerke, die reißen wir aber nicht weg. Finden Sie es nicht wunderbar, dass sich die beiden großen Machtblöcke gegenseitig vernichten wollen? Mach mal nicht. Ein Monat. Wir haben ausführliche Studien fremder Kulturen durchgeführt. Ja. Und entdeckt, wir... Dann lassen wir sie direkt. Mit einem weiteren Hüttendorf. Jetzt machen wir auch den Hafen zu. Ich denke, einer reicht vorerst.
Ich glaube, die werden hier nur noch mit Material beladen. Gut. Gut, gut, gut. 18 Monate. Nein, das dauert mir zu lang. Dann werde ich jetzt noch ein Observatorium bauen. Das werde ich hier bauen. Wir haben die Chance, den Ausgang der nächsten Wahlen zu beeinflussen. Oh, jetzt liefer doch endlich ab hier. Das Wahlergebnis ist da. Lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren, Präsident. Wir haben die Wahl gewonnen. Juhu. Dann dürfte sich das wieder auspendeln. Mr. President, haben Sie diese Adriana Diaz bemerkt, die sich ständig wie eine Schlange um Lian Kane herumwindet? Ja, wusste ich. Zwei Kabarets besitzen. Okay. Ne, drei Kabarets, okay. Gut, gut, gut. Muss ich noch bauen? Gut, gut, gut. Schauen wir mal in die Zahlen. Die Landhäuser, okay. Präsident, wir haben das Geheimnis des Krieges. Das ist doch scheiße, dass man jedes Haus separat. Warte mal. Genau. Hätte ich fast vergessen. Okay. Jetzt haben wir wieder mittelgutes Kapital. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir jetzt
wieder in den Tourismus Geld stecken. Und in weiteren Hüttendorf-Dörfchen. Deswegen kommt auch zu wenig Kohle ran. So. Passt das auch wieder? Gut. Warte ich noch auf das passende Kapital. Da ist ein 18.000 in drin. 14.000 sind über 30.000. Präsident, ja. Es ist so heiß draußen. Leck mich an den Eiern, Penultimo. Ja, wir bekommen unser Bankkonto nicht wieder voll. Das ist das, was mich jetzt stört. Ach, das ist rum, okay. Dann können wir ja jetzt den Flughafen bauen. Ja, aber nicht in der Touri-Ecke. Ein Monat noch. Okay. Kamerad Präsidentin, ja, machen wir doch glatt. Kein Problem, brauchen wir so oder so. In letzter Zeit waren wir alle verkatert und hatten keine guten Einfälle. Machen wir doch. Das erste ist das Transportbüro. Stahl, gut. Sieg, Präsident. Oh, gut. Mit Hilfe meiner patentierten Regeln kannst du. Penultimo. Gut. Super.
Bringing the money. Bringing in the money, boy. Super gut. Und was kostet die Fahrzeugfabrik? 20. Gut, und die Bauma. Die Bauma. Bauen wir hier hin. Und jetzt schauen wir mal nach einer Importroute für Bauxit. Bauxit. Nehmen wir mal an. What the fuck? Steht. Super. Besteht wie eine 1. Kamerad Präsidente, ich muss gestehen, einige kapitalistische Geheimagentenfilme gesehen zu haben. Sie haben mir gefallen und mich zum Nachdenken über unsere Schläferagenten gebracht. Zwei Drachenflugclubs. Ja, die bauen wir natürlich, kein Problem. Wir ja. Haben uns alle Mühe gegeben, zusammen. Passt. So. Dann erforsch mal geschnitten Brot. Atomkraftwerk. Raumfahrtprogramm. Einwanderer, super. Was kostet mich jetzt der Import? Sechs, okay. Ja, und schauen wir mal. Gut, jetzt nimm bitte mit. Ja, nimmt mit. Super. Fahrzeugfabrik steht und das ist natürlich sehr gut. Bauxit ist jetzt auch im Import, das dürfte passen.
Schau mal, dein kleiner Müll. Hittendorf braucht man noch. Und natürlich Unterhaltung. Machen wir eine Taverne. Und ein Restaurant. Die antiken Ruinen kosten 6,2. Okay. Müssen wir dann noch bauen. Wow. Residente, ja. Was wir jetzt entdeckt haben, ist... Und... Bauxit fehlt. Hey, ja, wir haben kein Bauxit. Er soll ja auch nicht wieder in den Export, sondern nur in den Import gehen. Mal warten, vielleicht kommt da noch eine Ladung. Eine frische Ladung an Bauxit rein. Bringt mir Bauxit her. Ich brauche Bauxit. Für unsere Fahrzeuge. Bauxit, da kommt schon Bauxit. Super. Dürftest du dann gleich arbeiten? Ja, ich nehme es zwar an, aber ich mach's nicht, ich bin nur der Dumm. Hallo? Ja, du brauchst Bauxit, ich weiß. Da sollen die Arschgesichter mal Bauxit bringen. Ach, ihr seid doch behindert. Ihr solltet es doch nicht wieder exportieren, sondern ich will es nur importieren. Ich muss es ja importieren. Jetzt soll er nicht wieder in... What the fuck? In den Export. Sondern nur in den Import. Dann haben wir noch was Billigeres am Bauxit. Nette. Nee, haben wir nicht. Ja, dann müssen wir es dabei belassen. Dann haben wir noch ein Billighotel. Ja, gut. Du gehst jetzt bitte.
bitte nicht wieder in den Export. Scheiß Bauxit. Das soll natürlich nicht in den Export. Ich brauch's für den Import und nicht in den... Oh. Ja. Wünsch mich einer Puperze. Nächste Ladung. Ja, ihr braucht Bauxit. Danke für die Info. Dann bauen wir noch ein Transportbüro hin. So, jetzt dürfte es passen. Ja. Jetzt werden die Autos hergestellt, das weiß ich auch warum. Weil die Bauxitmenge war zu wenig. So. Also wird das Problem Bauxit behoben. Weil Bauxit haben wir jetzt wie Fort Knox im Prinzip. Kabarett, stimmt. Haben wir ja ganz vergessen. Brauchen wir auch noch. So. Und ein Kabarett brauchen wir noch. So. Fahrzeugfabrik arbeitet, super. Und wir können wieder mit einer guten Summe nach Hause gehen. Mit der Rumhandel ist abgeschlossen, dann handeln wir nochmal neu. Mit... machen wir Medikamente. So. Das dürfte jetzt wieder passen. Mr. President, unsere Schläferagenten sind Weicheier. Ich bezweifle, dass sie den Mumm haben, eine ganze Firma. Einen Zirkus besitzen. Ja, das machen wir. Kein Problem. Und bauen wir. No problem. Na. Jetzt muss ich mich auch mal um meine Leute kümmern. Der Wohnraum wird immer knapper. Gut. Da brauchen wir noch die dementsprechenden Apartments. Sonst bricht uns das irgendwann die Beine und darauf habe ich gar keinen Bock. Ich gebe zu, liebe Zuhörer, ich mag keine beengten Räume.
Und ich kann zwar nicht sagen, dass diese neuen Wohnsilos der Regierung besonders schlecht sind, aber als eine Freundin von mir Zwiebeln fürs Abendessen schälte... Ja, Lulu, das stimmt. Aber die kommen noch zum Upgrade, definitiv. Was sagen die Autos? Schon welche drin? Nö. Nö. Ja, müssen wir noch warten. Aber... Die könnten wir mal bauen. So. Jetzt speichern wir noch Müll. Na, jetzt lassen wir das Boot anlegen. Und dann speichern wir noch Müll. So. Dann kann die Kathedrale im Schnellbau. So. Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr. Sie wollen ihnen Respekt. Dann machen wir noch die Gesundheitsversorgung. Ich mag mich bei meinen sorgsam durchgerechneten Vorhersagen. Zwei Familienressorts. Gut, die bauen wir. Na, Autos sind noch keine drin, ist klar. Die sind dann noch in Produktion. Irgendwo wird gestreikt. Gib mir bitte ein Bild. Hallo? Und wo? Klar. Ah. Kamerad Präsident, ich bringe schlechte Neuigkeiten. Ja. Ja, mach noch. Kamerad Leck mich in den Eiern. Nö. Ich glaube, wir brauchen noch. Ja, jetzt nichts mehr, weil jetzt wird gespeichert. Wir sind jetzt im Office La Roja, kann das sein? Ja. Dann speichern wir da. Und ich sage Aloha für diese Folge. Und bis bald für die nächste. Also, bis bald. In der nächsten Folge bei Tropico 5. Euer, ja, bevor ich es vergesse, bewertet, kommentiert, liked, lasst ein Abo da. Danke. Euer Sucker.